So, ich stehe unter Druck, ja, vielleicht ist da ein Mr. Fummler, genau richtig, Harald Fimmler, hier unser, wollte jetzt schon automatisch Fummler sagen, hier unser Schiedsrichter, der lässt dir mal einiges durchgehen. Tippt vor Anpfiff unsere Partie. Wie geht dieses FIFA-Match zwischen Dortmund und Hertha aus und wie geht die reale Partie aus? Auf fifa-online-bundesliga.de könnt ihr das Ganze machen. Und der am Saisonende die meisten Tipps richtig hat, wird unser Tippkönig oder Tippkönigin und kriegt sogar einen Pokal. Also mitmachen lohnt sich. Und gewinnen lohnt sich aus meiner Sicht auch, denn ich habe nur am Freitagabend gewonnen. Danach unentschieden oder verloren. Ich muss jetzt die letzten drei Partien, die an diesem Wochenende ausstehen, allesamt gewinnen, damit ich diesen Bundesligaspieltag noch drehen kann. Ja, und im letzten Jahr ging das Match 5:0 aus. Mucke hat mit Dortmund 5:0 zu Hause gewonnen. Auswärts dann Hertha überlegen, 3:1. Die Statistiksoftware sagt aber, Mucke wird hier zu Hause wieder als Sieger vom Platz gehen mit einem 3:1 Erfolg. Und ich hoffe natürlich, dass dem nicht so ist. Ich habe mit Hertha bereits 30 Gegentore kassiert. Das ist ein Negativrekord im Übrigen. Puh. Und das, obwohl ich an diesem Wochenende schon so viele Tore hatte. Gegentore. Ja, die höchsten Siege bis jetzt in der ganzen Saison, auch wenn die halt noch sehr jung ist, gehören mir. Das 3:3 am ersten Spieltag, jetzt hier das 5:0 mit Frankfurt. Und jetzt ging mit Mainz das 6:0. Also das gehört alles mir. Ja, aber das war auch in der letzten Saison so, dass so gut wie alle Torrekorde, also die torreichsten Spieler, auf deiner Kappe gingen. Nein, nicht nochmal so ein frühes Gegentor. Ja, diesmal hat das verhindert. Ist natürlich eine ganz interessante Partie. Dortmund mit einem guten Kader und Hertha in der letzten Saison mit einer der stärksten Offensiven, aber halt auch der schwächsten Defensive. Wie gesagt, alleine ich habe 30 Gegentore mit denen kassiert. Oder, ja, leider bekommen. Du hast verkackt, Bro. Noch lange nicht. Pass mal auf. Ach, pass auf. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. So, dann machen wir so. Dann, oh. Sehr gut. Ich meine, Dortmund ist ja ein bisschen unter Zugzwang. Die haben zum Auftakt 7:3 verloren in Wolfsburg. Ja, das war auch ich schuld. Jetzt muss ich das mal wieder gerade biegen. Ja. Mittlerweile wurden sie abgelöst von Stuttgart. Die haben eine Tordifferenz von 0:8 und keinen Punkt. Also da ist momentan Dortmund noch besser. Ja, die haben jetzt immer noch keinen Punkt und -4 da stehen. Ja. Ja, da wollte der Ecke auf. Was war das denn? Ecke! Nein, Abschluss. Was haben wir jetzt hier? Bildausfall? Bild und Ton ist ausgefallen. Ich bitte das zu entschuldigen. Die Statistiksoftware musste gerade die Quoten neu berechnen. Ja, das 3:1, oh, das kann so nicht hinkommen. Nee. Rode behauptet sich noch. Da hat Langkamp aufgepasst. Lutzenberger. Ah, so macht man das. Sokrates, so hat man das gelernt in der Schule. Stark. Da passt der wieder auf. Ach, das gibt's doch nicht. Oh, danke. Jetzt. Oh, da musst du von alleine einen Schritt entgegengehen. Hätten wir den Ball gehabt. Aber auch nur von alleine. Oh, ey, das ist natürlich auch schon unfair gewesen hier. Oh, dieser genau so. Pick ist genervt. Hertha, viel Pässe einstellen, bitte. Nein, vielen Dank. Der war doch schon. Nein, was ein Fehlpass. Schöner Pass. Oh, ich treffe einfach nicht mehr. Ja, bist du dumm. Oh Gott, ist mir schlecht.
Oh, Pekarik. Erst lobe ich ihn und dann, naja. Erste gute Aktion, aber ja, ich lasse an diesem Wochenende 4 liegen. Mucke dagegen gar nicht. Der nimmt jede Einladung dankend an. Ja, danke. Nein! Ja, jawohl, super. 1-0 für Dortmund. Jawohl. Ja. Da hat Reus perfekt gestanden, abgestaubt. Und dann war das Ding drin. Aber was macht der Verteidiger da? Der hätte an Reus dranbleiben müssen. Fehler. Ja. Also so ein Fehler. Ja, Bro, du bist heute ziemlich fehlerhaft. Ne? Ja. Also ne, so ein bisschen, ne? Ja. Oh, ist das eine Stimmung hier. Ich höre mein eigenes Wort nicht. Oh, Pekarik. Oh, den lobe ich ja nicht so gern. So. Götze. Sokratis. Batra. Piszczek. Oh, Götze ganz schlecht angenommen. Oh, den hattest du doch eigentlich. Weiter. Ui. Da klatscht noch der Berliner Spieler da hinten. Oh, habt ihr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Schwach. Oh, lässt er sich tunneln. Oh, das hatte ich aber letzten Spieltag aber auch wie Sau. Schön gehalten. Ja, hätte aber wieder, da war Reus schon wieder an der richtigen Stelle. Ja. Oh, nee, oh, das war also. Ey. Weiter, weiter, weiter. Wenn ich dich umbringen muss, ist mir egal. Komm, super gemacht. Mann, geh doch entgegen, du Lappen. Ey, das geht nicht. Du Lappen. Oh, Ibisevic, was, also wie geht denn das? Da kriegt er den Ball nicht mit. Ja, wollte schon sagen. So, jetzt gelb, genau, richtig. Für die eine Aktion vorhin. Sieht gelb. Für mich einer der besten Spieler, die ich kenne. Ja. Oh, Brooks hat aufgepasst. Oh. Oh. Ja, geh doch ran. Und da fällt das 2-0 trotzdem. Götze, ey, ist das unfair. Sieht alles danach aus, dass mir der Spieltag gehört und ich mit dem Torverhältnis deutlich vorbeiziehe. Ja. Ja, wenn du das gewinnst, ist das sowieso entschieden. Dann ist der Spieltag entschieden und die globale Statistik gehört dann auch vorläufig erstmal. Oh, das pfeift er. Er steht doch so auf Körperkontakt. Was ist denn da los? Ja, wie sie sich nicht einig sind und trotzdem Dortmund immer weiter nach vorne kam. Oh, Mann. Wir haben jetzt aber aktuell auch echt Pech. Ihr seid auch. Das geht gar nicht. Scheiß Statistik, weg damit. Brauchen wir jetzt nicht. Ich weiß, dass du 3-1 getippt hast. Oh, ich hätte fast. Weiter. Es spielt eigentlich nur Dortmund. Ja, guck es dir an! Da geht keiner ran! Oh, ich hasse es. Oh, die Flanke war so genial! Oh. Aber warum stand da wieder kein Verteidiger? Ich kann ja auch nicht alle 11 Mann auf einmal spielen. Du musst auch ein bisschen mitmachen. Why? Oh! Why?
Ja! Ja, also, ne, ich bin zwar Fummler, ich stehe auf geilen Sex, aber ne, das geht mir dann noch so weit. Oh. Gut aufgepasst. Ich wollte nämlich gerade abziehen. Ibisevic, zeig was! Ah. Oh. Halbzeit 2:0 für Dortmund. Hui. Ja, in allen Werten die Schussgenauigkeit gleich, Passgenauigkeit besser. Allen Werten überlegen. Ja, so gehört sich das. Oh Mann. So. Aber wir hatten auch Möglichkeiten, nur ich weiß nicht. Echt, du hattest Möglichkeiten? Ja. Echt? Also eine richtig gute hatte ich. Echt? Hm. Hab ich vergessen. Ja! Ach, das ist doch... Also jetzt... Was macht der denn da? Bücki! Oh! Ich hab's notiert. Oh, scheiße! Siehst du, und ich nutz sowas nicht. Das ist der Unterschied an diesem Wochenende. Boah! Jeden halben Fehler nutzt du eiskalt und ich sowas nicht. Boah, jetzt ging mir aber beinahe der... Ui. Bücki! Rein damit! Rein damit! Herrlich ist das! Wunderbar! Ja! Wo ist... Nein! Das war auch gefährlich. Ja, ist logisch. Kein Herr Tana ist dafür clever genug. Oh, doch. Doch, einer. Reinhold. Ich verstehe das nicht. Wenn ich mit dem Stürmer laufe und sprinte, kommst du jedes Mal ran. Aber schau es dir an. Also, bei dir laufen sie davon. Aubameyang dann auch mit seinem ersten... Ne, doch, der hat bestimmt schon einen Treffer hingelegt. Im ersten Spieltag, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall steht es 3-0 Dortmund. Die machen alles wieder weg. Torverhältnis nur noch minus 1. Hm. Ja, ich sag doch, ich regel das schon. Ich glaube, wir sollten die Prognose bei der Software mal deaktivieren. Ja, das Ehrentreffer darf ich dir ja wohl gönnen, so wie die Statistik das sagt. Ja. Aber wir nehmen ja hier kein einziges Geschenk an. Und ich liefer dir ein paar. Oh Gott, oh Gott. So, Kratzis, passt auf. Ja, deine Einwurfschwäche. Nach vorne. Ja. Dann war aber Kopfball. Oh, Bartra. Oh, scheiße. Oh, bist du schwach. Billig. Mann. Der war schon besser. Oh, jetzt dreht Berlin aber auf hier. Ach. So. 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 Berlin. So. Kommt, kommt, Berliner kämpfen. Genau. Oh. Oh, der war so schön gedacht. Warum? Auf Wiedersehen! Oh, gleich sind die Zuschauer gefallen mir. Boah, die Stimmung ist ja atemberaubend. Oh Mann, warum läufst du weg vor dem Ball?
Ja, wenn man Angst hat, ne? Aufstehen. Ach. Ja, was macht der Brooks denn hier? Gelb. In der letzten Saison schon schön kassiert. Ah. Darf ich jetzt auch mal den Ball wieder haben? Danke. Nee. Also jetzt gönn mir auch mal ein bisschen was. Nein. Guck mal, wie schnell du bist. Das kapiere ich immer gar nicht. Sehr gut. Oh! Nee, das war... Oh! Das war richtig sauber. Ach, du liebes Lieschen. Oh, immer das Lieschen, meine Güte. Schön aufgepasst. Ah, ich wusste, dass er da geht. Jetzt geht er nach innen, weil im Außen zu viele waren. Und jetzt einfach mal. Oh. Ey, was haben die Schiris denn jetzt? Die haben doch irgendwas genommen. Aber nein, ich dachte nicht, ich bin ja scheiße. Oh, ui. Ey, aber wie kann man das nicht pfeifen? Du hast den Ball nicht mal berührt. Oh, schön der Trick. Pfostentor, jawohl, 4:0. Wow, 10 Tore, 2 Spielen. Eieieiei. Meine Fresse. 15 Tore in 3 Spielen. Ja, also ja, ich sorge für die Tore hier, du für... Aber das war schön. Ja, der Pass war geil. Und dann Pfosten rein. Dann haben wir auch das erste Pfostentor der Saison. Ja. Ja, der Pass war genial. Und dann machen wir es nicht. Du hast aber auch ein Mehl. Was hab ich? Ein Mehl. Was ist das denn? Wenn man Glück hat. Ach so. Ja, das hätte er auch pfeifen müssen. Ja, gut. Immerhin mal eine Ecke für Hertha BSC Berlin. Eckballtor. Oh Gott. Peinlich. Komm ich eh nicht mehr dran. Na, gut aufgepasst. Oh. Oh. Ja. Oh. Schön. Ja. Oh. Schöner Seitenwechsel. Oh, super. Nee, ach. Eieieiei. Ey, aber die haben wirklich was gegen mich. Das muss man so sagen. Ja, Dortmund spielt hier mit Bremen. Mit Hertha. Ja. Sorry. Oh, fast noch dran gekommen. Ja, Bremen hat sich ja ganz knapp super verkauft. Ja, die hat dann knapp verloren. Leider. Ja, na, also, oh, er pfeift mal. Wow. Wow, das ist ja mega geil. Oh, schön durchgelassen. 5:0. Alter, fuck. Yeah. Schöne. Jeder darf beim MZ-Kammer ran. Oh, das klang jetzt ein bisschen pervers. Das tut auf jeden Fall echt weh. Wow. Damit ist das Torverhältnis, was mal sehr krass Minus war, jetzt in Plus gedreht. Ja. Oh. Oh, er will das pfeifen. Er hätte es gepfiffen. Ja.
Das ist schon mal nicht schlecht. Boah, was machst du denn? Oh, der kann ja was. Oh. Nachspielzeit 4 Minuten. Ach. Mein Gott, Brooks hat schon gelb. Reicht für Pekarik aus, zum Schwein. Also Mucke steht auf jeden Fall ein paar neue Rekorde auf. Mein 5:0 Erfolg gab es schon mal für Dortmund zu Hause, aber das hat er jetzt gleich am ersten Heimspiel erneut geschafft. Ja, wenn du mich noch ein bisschen machen lässt, mach ich ein 6:0 raus. Ja, irgendwie will keiner mehr ran hier, Feierabend. Läuft aber auch keiner mehr von Hertha. Ende! Dortmund gewinnt hier 5:0. Ich glaube, das war das Ergebnis doch auch vom Hinspiel. Ja, das war auch... Ey, was heißt Hinspiel? Aus der letzten Saison hat Dortmund zu Hause auch 5:0 gewonnen. Ich krieg's wieder hin, ist das nicht ehrlich. So, alle Daten auf fifa-online-bundesliga.de. Mehr will ich dazu nicht sagen. Wir sehen uns am Sonntag und vielleicht gönnen wir die beiden Spiele noch. Tschüss. Tschüss.